Die spirituelle Suche wird ja auch oft als Wahrheitssuche bezeichnet oder spirituell Suchende als Wahrheitssuchende. Und Buddha hat am Ende seiner spirituellen Suche oder Wahrheitssuche auch etwas entdeckt, was wir die vier edlen Wahrheiten nennen. Und also das Thema Wahrheit, was ist denn Wahrheit in Wahrheit? Schwer zu sagen, ne? Wir wissen es noch nicht, sonst würden wir ja nicht danach suchen. Und ich müsste dann auch keinen Vortrag darüber halten. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddham Dhammam Sangham Namassami. Ich habe mir das so ein bisschen in vier Teile zurechtgelegt. Der erste Teil hat was mit Ethik zu tun, der zweite hat was mit den Paramis zu tun und oder auch die Praxis der Wahrheitssuche. Dritte ist so ein bisschen eine Betrachtung Wahrheit jetzt im Sinne des Zieles dessen, was wir eben suchen und dann auch die Vermittlung von Wahrheit, inwieweit das möglich ist, wie es möglich ist. Aber ihr werdet feststellen, und ich habe es bei der Vorbereitung meines Vortrags auch festgestellt, dass diese vier Aspekte gar nicht voneinander zu trennen sind, die überlappen, also ziemlich. Also der erste Teil Ethik ist ganz klar, wenn wir uns auf die Suche nach Wahrheit machen, dann ist es erforderlich, oder nach der Buddha-Lehre ist ja Ethik die Grundlage für die Praxis, auf der dann die Geistesschulung und die Verwirklichung von Weisheit aufbaut. Ohne Ethik kann es nicht gehen. Und ein Teil dieser Ethik, dieser ethischen Übung ist eben die Wahrheit zu sagen. Also wenn wir uns auf die Suche nach der Wahrheit machen, müssen wir uns in erster Linie ganz am Anfang darum bemühen, die Wahrheit zu sagen. Richtige Rede und eine der fünf Ethikregeln. Aber was bedeutet es, die Wahrheit zu sagen? Also in einer Lehrrede im 41 Brahmanin von Sala, da wird es vom Buddha definiert. Erstmal, was, wenn jemand die Unwahrheit sagt, vor Gericht geladen, vor eine Versammlung oder vor seine Verwandten zitiert, vor seine Zunft oder die königliche Familie gerufen und folgendermaßen als Zeuge befragt. Also, guter Mann, sag, was du weißt, sagt er. Ich weiß, obwohl er nicht weiß. Und ich weiß nicht, obwohl er weiß. Er sagt, ich sehe, obwohl er nicht sieht. Und ich sehe nicht, obwohl er sieht. Ganz bewusst sagt er die Unwahrheit. Zum eigenen Nutzen, zum Nutzen eines anderen oder zum Nutzen irgendeiner unbedeutenden weltlichen Angelegenheit. Und die Wahrheit sagen ist genauso definiert, nur eben umgekehrt. Also wenn man weiß, dann sagt man, ich weiß. Und wenn man sieht, sagt man, ich sieht, ich sehe. Es erweckt vielleicht so ein kleines Unbehagen in uns, diese Information. Weil man könnte ja jetzt erwarten, dass der Buddha das so definiert. Unwahrheit ist, er sagt, es ist so, obwohl es anders ist, und er sagt, es ist anders, obwohl es so ist. Aber die Definition des Buddha bezieht sich auf das, was wie derjenige Mensch, der da als Zeuge befragt wird, der dann die Wahrheit oder Unwahrheit sagt, sich selber die Dinge erschließt. Also seine Aussage bezieht sich darauf, was für ihn wahr ist. Das, was er weiß und was er sieht, ist für ihn wahr. Und er spricht dementsprechend. Und er sagt, es ist für mich wahr. Also was wir so ein bisschen vermissen, ist so die höhere Schiedsinstanz, die sagt, das ist jetzt wahr. Und wenn er das so sagt, dann ist es wahr. Und wenn er was anderes sagt, dann ist es unwahr. Das heißt, Wahrheit ist in dem Fall, so wie es hier definiert wird, etwas sehr Subjektives, was sehr von dem Sehen und Wissen der befragten Person abhängt. Also es ist kein Inhalt damit definiert, sondern das Erschließen, das für sich selbst wahr machen. Keine höhere Schiedsinstanz. Etwas sehr Subjektives. Und das ist auch eine sehr heilsame Herangehensweise, wenn wir uns damit beschäftigen, ob wir selber oder andere Menschen die Wahrheit sagen oder die Unwahrheit. Zum Beispiel vor 700 Jahren war es wahr, dass die Erde flach ist und dass die Sonne sich um die Erde bewegt, die Erde in der Mitte steht.
Es war die Wahrheit der Kirche und dann gab es da einen Wissenschaftler oder ich glaube, der war sogar Philosoph oder was, Giordano Bruno, der gesagt hat, nee, meine Wahrheit ist anders. Die Sonne ist im Mittelpunkt und die Erde ist, ich weiß nicht, ob er das auch schon wusste, dass die Erde gar nicht flach ist. Aber das waren in beiden Fällen jeweils die Dinge, die die entsprechenden Verfechter ihrer Wahrheit gesehen und gewusst haben. Aber die waren offensichtlich im Konflikt miteinander und hatten eben nicht diese Definition des Buddha zur Verfügung, dass diese Wahrheit, die man in Worten ausdrücken kann, etwas Subjektives, etwas Relatives ist, von dem jeweiligen Betrachter abhängig ist. Das führte dann dazu, dass sie den Giordano Bruno halt verbrannt haben, ja, die übliche Vorgehensweise damals, wenn es Konflikte dieser Art gab. Aber es ist, liegt natürlich trotzdem das Element von heilsam oder nicht heilsam drin. Die Frage der Ethik, was sollte ich tun? Ich sollte das tun, was für mich und für andere Leiden verringert. Das ist das Heilsame und das Unheilsame sollte ich vermeiden. Aber diese ethischen Grundsätze, die Wahrheit zu sagen, wie wahr sind die denn für sich gesehen? Das ist ein Zitat von einem französischen Philosophen, der sich mit dem Wahrheitsgehalt oder der Relevanz von ethischen Systemen auseinandergesetzt hat. Und der hat dann gesagt, alle Haltungen zum Thema Wahl, also was sollte ich tun, die ethische Frage, führen letztendlich nur zu provisorischer Moral oder Ethik. Eine Wahl im vollsten Sinne des Wortes, eine wirkliche Wahl, ist nur möglich, wenn der Mensch Zugang zur Wahrheit hat. Und er meint damit wohl offensichtlich eine Wahrheit, die noch über der Frage, die Wahrheit sagen oder nicht, steht. Und tatsächlich finden wir auch in der Buddha-Lehre etwas Ähnliches. Da wird von zwei verschiedenen Arten von Ethik gesprochen. Es gibt einmal die Ethik, bei der man sich etwas vor Augen führt, nämlich den Vorteil, dieser Ethik zu folgen. Dieser Philosoph Jean Grenier sagt, jede Ethik, die wir annehmen, ist eine provisorische Wahl. Wir haben irgendwelche Gründe dafür, warum wir uns dafür entscheiden, aber wir wissen noch, haben noch keinen höheren Grund zu sagen, das ist wertvoll, das ist richtig, das ist wahr. Und der Buddha spricht davon, wir verhalten uns ethisch, weil wir uns vor Augen führen, wenn wir jetzt lügen würden, dann würden die Leute schlecht über uns reden, dann hätten wir ein schlechtes Gewissen, dann würde uns unter Umständen, könnten wir vor Gericht landen oder eine schlechte Wiedergeburt haben, solche Dinge. Und es gibt aber auch die Ethik des Edlen, dessen der Dhamma gesehen hat, der eine Wahrheit auf einer höheren Ebene gesehen hat, der sich das nicht mehr vor Augen führen muss, der gesehen hat, dass dieses heilsame Tun, dieses ethische Tun Teil seines Weges ist, der den Weg schon gesehen hat. Und ich möchte jetzt ein konkretes Beispiel geben. Das hier ist Ajahn Dhan, das ist einer meiner wichtigsten Lehrer, das ist jetzt der Multimedia-Teil. Ich reiche jetzt das Buch mal rum, den hatte ich glaube ich noch nicht dabei bei Vorträgen. Und ich habe das die Geschichte von ihm selber gehört. Der ist offensichtlich bereits zur Welt gekommen in einem Entwicklungszustand, von dem ich zumindest nur träumen kann. Und ich saß da in seinem Kloster, nahm seinen Abendtee und ich habe ihm die Moskitos weggefächelt. Und dann erzählte er, dass er als Kind im Alter von 6 Jahren, als er in die Schule kam, festgestellt hat, dass er nicht lügen kann. Also die Geschichte, seine Geschichte ist so, dass er in seiner ersten Regenzeit eine Verwirklichung hatte, aber andere sind auch der Meinung, dass er vielleicht schon als Stromeingetretener oder sowas auf die Welt gekommen ist. Also man weiß es nicht so genau, da gibt es unterschiedliche Spekulationen drüber. Jedenfalls, er hat selber gesagt, er hat im Alter von 6 Jahren gemerkt, dass er nicht lügen kann. Vorher hat er es nicht gemerkt, weil es für ihn völlig undenkbar war, die Unwahrheit zu sagen. Und dann haben die Kinder immer gesagt, ja, wenn du irgendwas wissen willst, geh zum Aquadate, der kann nämlich nicht lügen. Und da ist ihm das erstmal bewusst geworden, dass es so etwas wie Lüge, Missdarstellung, Missrepräsentation der Wahrheit überhaupt gibt. Das Wort Satcha, Wahrheit, taucht aber auch in der Liste der Paramis auf, die etwas spätkanonisch ist, aber die also mit sehr viel Sinn macht. Das ist eine Liste von spirituellen Tugenden, die vervollkommnet werden müssen oder hochentwickelt werden müssen, wenn wir die Wahrheit verwirklichen wollen.
und die lautet eben selber Wahrheit oder Wahrhaftigkeit oder Aufrichtigkeit, Satchapana. Jetzt wird es mal Zeit zu definieren, was überhaupt Wahrheit ist. Also die klassischen Philosophen haben immer gesagt, Wahrheit ist eine Aussage, die mit ihrem Objekt übereinstimmt. Und dann der deutsche Philosoph Heidegger hat ihm aber widersprochen, hat gesagt, ein Zeichen, also eine Aussage, zeigt auf das Gezeigte. Das Zeigen ist eine Beziehung, aber keine Übereinstimmung von Zeichen und Gezeigtem. Also er lehnt es ab, dass Wahrheit und das, worauf sie sich bezieht, das Gleiche sein kann, deckungsgleich sein kann. Über eine wahre Aussage sagt er dann, zur Ausweisung steht einzig das Entdecktsein des Seienden selbst. Das Seiende ist also das, worüber man eine Aussage macht. Das Wie, es im Wie seiner Entdecktheit. Wahrsein bedeutet entdeckend sein. Die Gesetze Newtons waren vor ihm weder wahr noch falsch. Aber das kann nicht bedeuten, das Seiende, das sie entdeckend aufzeigen, sei vor dem nicht gewesen. Die Gesetze wurden durch Newton wahr. Mit ihnen wurde das für das Dasein, den Erlebenden, Seiendes an ihm selbst zugänglich. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftige Frage, aber was er sagt, Wahrheit bedeutet lediglich eine Wirklichkeit, etwas, was da ist, etwas Gewordenes, entdecken. Und diese Art und Weise, wie entdeckt wird, hat ein anderer Philosoph, Kierkegaard, gesagt, geschieht immer im Modus dessen, der ihn entdeckt. Das heißt, das Gleiche, was wir vorhin auf dem Gebiet der Ethik schon festgestellt haben, nun mal durch die Philosophie bestätigt, Wahrheit ist immer etwas sehr Subjektives. Dennoch ist gerade bei uns der Wahn, dass es eine Wahrheit an sich, etwas Objektives gibt, sehr stark verbreitet. Denn die Wissenschaftlichkeit, das wissenschaftliche Weltbild, das bekommen wir mit unserer Erziehung, mit unserer Schulbildung ziemlich eingetrichtert. Und das zieht Kreise bis in religiöse Zirkel. Ich habe hier einen Ausschnitt bekommen aus einer Zeitschrift, einer christlichen Zeitschrift, die heißt Publik Forum, der Wissenswahn, wo es also sich jemand, ein Theologe offenbar, mit einem Buch auseinandersetzt, wo ein Religionskritiker sagt, dass Wissen oder die objektive Wahrheit der Wissenschaft den Glauben ablösen sollte. In seinem Buch Der Gotteswahn kritisiert der britische Evolutionsbiologe Richard Dawkins die Religion als irrationales Wahnsystem, das entschieden bekämpft werden müsse. Und der Autor des Artikels hält dann dagegen, das Wissen seriöser Wissenschaft ist nie definitiv bewiesen, nie schlechterdings wahr, sondern stets ein komplexer Zusammenhang aus einzelnen Beobachtungen, vielen Hypothesen und weiteren Schlussfolgerungen. Das auf diese Weise gewonnene Wissen wird damit nicht zu etwas völlig anderem, als es ein Glauben ist. Es ist ein besonders gut begründbarer Glauben, einer, dem sich auch ein rational denkender Mensch anvertrauen kann. Es ist aber kein Glauben, dessen Wahrheit bewiesen oder beweisbar wäre. Wissen ist ein Glauben an Positionen, die zu glauben vernünftig ist, weil es vernünftig ist, bei ihnen eine Wahrheitsvermutung zu haben. Ist natürlich ganz richtig beobachtet, aber trotzdem noch eine gewisse defensive Haltung drin, ne? So Wahrheitsvermutung und es ist vernünftig, das zu glauben. Ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen. Also zwischen Glauben und Wissen im Sinne dieser Wissenschaft ist überhaupt kein Unterschied. Wenn ich etwas weiß, glaube ich, dass es wahr ist. Oder wenn ich glaube, etwas zu wissen, glaube ich, dass es wahr ist. Gerade kommen wir nochmal zu den Newtonschen Gesetzen zurück. Ja, ist objektiv wahr, könnte man sagen. 9,8 Meter pro Sekunde Quadrat beschleunigt ein fallender Körper ohne Berücksichtigung des Luftwiderstandes zum Erdmittelpunkt. Aber es ist dann im Lichte der modernen Wissenschaft dann schon wieder sehr relativ wahr. Also auch wieder eine standpunktsabhängige Wahrheit. Ja, ich kann sagen, Newtons Gesetze, so wie sie formuliert sind, gelten auf der Erde an bestimmten Orten, an den Polen fällt es vielleicht langsamer und am Äquator schneller. Aber sagt man, okay, das Prinzip der Newtonschen Gesetze, selbst das gilt nur im Rahmen der euklidischen Geometrie, wenn man die Relativitätstheorie nicht berücksichtigt und so weiter und so weiter. Also es ist alles sehr
sehr relativ. Dass natürlich die Kirche heutzutage diese defensive Position einnehmen muss, ist, weil sie sich halt auch rational gibt und irgendwie modern und aufgeschlossen und wissenschaftlich gibt. Also wir hatten ja vor ein paar Monaten den Meister Eckhart dran, die Mystik. Also das war eine ganz andere Herangehensweise. Das war eine Form der Wahrheitssuche, die über solche, ja, fast banalen Dinge hinausgeht. Aber wenn man natürlich sagt, ja, Dinge, die nicht so glauben, diese religiösen Dinge sehr in Nischen drängt, dann bleibt natürlich nichts anderes übrig, als sich mit dem Rücken zur Wand zu verteidigen und zu sagen, naja, es ist ja, Wissenschaft ist zwar schön und gut, aber ist eine Wahrheitsvermutung und so weiter. Aber es ist immerhin noch besser, als wenn man dann an das Denken auf den Scheiterhaufen bringt. Hier noch ein anderes Zitat von Søren Kierkegaard, der Sohn eines evangelischen Pfarrers war, und die waren damals sehr kritisch gegenüber der klösterlicher Zurückgezogenheit, und das betrifft uns als Mönche natürlich auch sehr. Aber der hat auch einen wichtigen Punkt aufgebracht in seiner Aussage: Man lächelt über das Klosterleben, und doch lebt kein Eremit so unwirklich, wie man heutzutage lebt. Denn ein Eremit abstrahierte wohl von der ganzen Welt, aber er abstrahierte nicht von sich selbst. Man versteht die fantastische Lage eines Klosters zu beschreiben, im Abseits, in der Einsamkeit des Waldes, also wie hier sozusagen, im fernen Blauen des Horizonts, aber an die fantastische Situation des reinen Denkens denkt man dabei nicht. Und doch ist die pathetische Unwirklichkeit des Einsiedlers bei weitem der komischen Unwirklichkeit des reinen Denkens vorzuziehen. Und doch ist das leidenschaftliche Vergessen des Einsiedlers, das ihm die ganze Welt fortnimmt, bei weitem der komischen Distraktion des welthistorischen Denkers vorzuziehen, der sich selbst vergisst. Ich sage vielleicht ein paar Worte, um die Relevanz deutlich zu machen. Der Einsiedler, der sich die Welt wegnimmt, der sucht die Wahrheit in seiner Beziehung, in sich, in seiner Subjektivität. Der Wissenschaftler oder der historische Denker oder wie auch immer, jemand, der Objektivität annimmt, der eine Wahrheit, die unabhängig von dem Erschließer existiert, annimmt, der vergisst sich selbst. Der vergisst sich selbst die Beziehung, die er zu dem Entdeckten einnimmt. Diese Wahrhaftigkeit, die notwendig ist, um die Wahrheit im spirituellen Sinne zu finden, dazu ist eine Eigenschaft sehr notwendig, nämlich sich nicht zu vergessen, eine Position einzunehmen, authentisch zu sein, eigentlich zu sein. In der Unauffälligkeit und Nichtfeststellbarkeit entfaltet das Mann, M-A-N, also das Mann-Allgemeinheit, seine eigentliche Diktatur. Wir genießen und vergnügen uns, wie Mann genießt. Wir lesen, sehen und urteilen über Literatur und Kunst, wie man sieht und urteilt. Wir ziehen uns aber auch vom großen Haufen zurück, wie man sich zurückzieht. Wir finden empörend, was man empörend findet. Das Mann ist überall dabei, doch so, dass es sich auch schon immer davongeschlichen hat, wo das Dasein auf Entscheidung drängt. Weil das Mann jedoch alles Urteilen und Entscheiden vorgibt, nimmt es dem jeweiligen Dasein die Verantwortlichkeit ab. Das Mann kann es sich gleichsam leisten, dass man sich ständig auf es beruft. Es kann am leichtesten alles verantworten, weil keiner es ist, der für etwas einzustehen braucht. Das Mann war es immer, und doch kann gesagt werden, keiner ist es gewesen. Diese Uneigentlichkeit, dieses Zurückziehen auf Konventionen, auf ja, die Verantwortung woanders abgeben, ist das, was der Wahrheitssuche entgegensteht. Denn das ist natürlich das, was Subjektivität verleugnet. Nicht nur Verantwortung für das eigene Tun, das wäre noch die ethische Frage, sondern Verantwortung für das eigene Sein. Das heißt, wie wir in der Welt stehen, wie wir die Dinge entdecken, wie wir uns die Dinge wahr machen. Vor ein paar Monaten hatten wir auch diesen Vortrag über die Kalama Sutta, wo es darum ging, einen Standard zu finden, an dem man den Weg beurteilen kann. Das ist genauso. Verantwortung übernehmen für den Standard, den man bereits hat, aber auch zugleich wissen, dass dieser Standard ein provisorischer ist. Denn wir haben ja die Wahrheit, die wir suchen, noch nicht gefunden. Das heißt, die Art und Weise, wie wir uns den Dingen nähern, mit der
wir uns die Wirklichkeit erschließen, wird sich zwangsläufig ändern. Aber natürlich ist außer der Aufrichtigkeit, eine eigene Position zu haben, auch wichtig, dass man aufrichtig ist in Bezug auf den Erschließensmodus. Das heißt, wie mache ich mir denn die Dinge wahr? Wenn ein Mann Vertrauen besitzt, so erhält er die Wahrheit aufrecht, wenn er sagt, ich vertraue auf das. Aber er kommt noch nicht mit Bestimmtheit zu dem Schluss, nur dies ist wahr, alles andere ist falsch. Wenn ein Mann etwas billigt, so erhält er die Wahrheit aufrecht, wenn er sagt, ich billige das. Aber er kommt noch nicht mit Bestimmtheit zu dem Schluss, nur dies ist wahr, alles andere ist falsch. Wenn ein Mann eine mündliche Überlieferung empfängt, so erhält er die Wahrheit aufrecht, wenn er sagt, meine mündliche Überlieferung ist so. Wenn ein Mann zu einem Schluss kommt, der auf begründetem Erdenken beruht, so erhält er die Wahrheit aufrecht, wenn er sagt, ich habe das erdacht. Wenn ein Mann reflektives Annehmen einer Ansicht erlangt, so erhält er die Wahrheit aufrecht, wenn er sagt, ich habe diese Ansicht reflektiv angenommen. Aber er kommt noch nicht mit Bestimmtheit zu dem Schluss, nur dies ist wahr, alles andere ist falsch. Auch auf diese Weise gibt es dann ein Aufrechterhalten der Wahrheit. Auf diese Weise erhält er die Wahrheit aufrecht. Auf diese Weise beschreiben wir das Aufrechterhalten der Wahrheit. Aber noch gibt es da kein Erwachen zur Wahrheit. Also der Buddha hat da verschiedene Möglichkeiten angesprochen, mit denen wir Dinge für uns wahr machen. Man könnte heute noch sagen, ich habe es im Internet gesehen oder in der Zeitung gelesen oder im Fernsehen. Ich bin die Wahrheit, hat, glaube ich, Jesus gesagt. Sowas würde der Buddha nicht sagen, weil jeder ist seine eigene Wahrheit. Allerdings anscheinend unterschiedliche Level, ne? Weil es gibt also hier dieses mündliche Überlieferung, Buchwissen und Erdenken und reflektiv annehmen. Aber er spricht auch, da gibt's noch was drüber, nämlich das Erwachen zur Wahrheit. Vor kurzem hat mich einer angerufen, der hat gesagt, ja, es gibt keine Bhikkhunis. Und wie ihr vielleicht wisst, wir haben hier schon Bhikkhunis zu Gast gehabt. Und es ist, ihr wisst vielleicht auch, dass ein kontroverses Thema ist, ob es in der Theravada-Tradition Bhikkhunis gibt. Aber dass es überhaupt keine Bhikkhunis gibt. Und noch nicht mal im Mahayana. Und auch noch nicht mal Bhikkhus, das hatte ich da zum ersten Mal gehört, aber der hat das gelesen, ja. Der hat da studiert und hat dann ein historisches Dokument gelesen, wo das eben drin stand. Und das war dann für ihn wahr, alles andere war falsch. Man, gut, er steht ein bisschen allein da in der Welt, aber das war dann für ihn die Wahrheit. Aber er hätte die Wahrheit aufrechterhalten, wenn er gesagt hätte, ich habe das gelesen, dass es keine Bhikkhunis gibt. Das Erdenken mit dem Erwachen zur Wahrheit verwechselt, könnte man sagen. Er hat vielleicht, gibt da so ein Phänomen, was in der Meditation auftritt, wenn der Körper verschwindet. Wird bei vielen Meditationsbüchern, Autoren, wird es als einen Zustand, als ein Stadium beschrieben, was mit zunehmender Geistessammlung, zunehmender Geistesruhe auftreten kann, dass der Körper verschwindet. Aber das hat auch, das ist ein Wort, das ist eine Beschreibung, die ganz unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Wenn wir sehr ruhig werden, kann der grobe Umriss des Körpers verschwinden. Dass wir plötzlich die Knochen nicht mehr so deutlich spüren und mehr die subtile Vibration des Atems. Das ganze Körper fühlt sich an als eine Wolke aus subtilen Vibrationen. Kann man sagen, der Körper ist verschwunden, so wie ich ihn normalerweise erlebe. Oder in den formlosen Vertiefungen, hat das Erleben überhaupt keinen Ort mehr, in dem es sich verankern kann. Das kann auch eine Bedeutung sein, von der Körper verschwindet. Oder auf niedrigerer Ebene, weil ich die Achtsamkeit nicht mehr auf den Körper lenke, dass ein Teil des Körpers nicht mehr wahrnehmbar ist. Oder, wie es einer der thailändischen Meister sagt, bei jemandem, der die Anhaftung an den Körper überwunden hat, ein Anagami, der fast fertig ist mit seiner Praxis, der die dritte Stufe erlangt hat, für den verschwindet der Körper als Identifikationsobjekt. Das bin ich existiert für den nicht mehr. Dieser Körper als das bin ich existiert nicht mehr. Vor kurzem habe ich mich mit einem unterhalten, der hat es gelesen, dass also der Körper verschwindet und hat selber in seiner Meditation erlebt, dass er seinen Körper nicht mehr gespürt hat. Er hat nur noch die obere Hälfte gespürt und hat dann daraus geschlossen, ja, dann müsste ich ja jetzt eigentlich ein Anagami sein. Also da sind verschiedene Ebenen
von Wahrheit. Da gibt es die Wahrheit von Nanda Mahabua, da gibt es die Wahrheit von Ajahn Brahm, da gibt es die Wahrheit von Mahasi Sayadaw. Er hat dann verschiedene Sachen miteinander zusammengebracht. Eine Wahrheit, die auf Überlieferung, auf einem Buch beruht, und eine Wahrheit, die auf eigenem Erleben beruht, und dann auf eine Wahrheit, die auf Erdenken beruht, alles miteinander vermischt. Da war dann auch das Aufrechterhalten der Wahrheit nicht mehr gegeben. Also wenn wir Anagami werden, wenn wir unseren Hintern mal nicht mehr spüren, mein lieber Schwan, dann haben wir einige Anagamis hier rumlaufen. Aufrichtigkeit und Aufrechterhalten der Wahrheit. Die zwei Dinge, das ist ein und dieselbe Sache. Diese Aufrichtigkeit ist auch ganz wichtig, wenn man zum Beispiel Texte übersetzt. Das ist ja auch etwas, der Versuch, etwas zu vermitteln. Ich weiß nicht, ob wer von euch da war. Wir hatten im Frühjahr mal diese Lehre der Ajahn Chattamolo über die zwei Pfeile, wo es darum ging, der eine Pfeil, körperliches Leid und geistiges Leid, trifft den Weltling, und den Edlen trifft dann eben nur noch das körperliche Leid. Und dann ging es darum, ob das eine Frage von Karma ist. Und ich habe damals aus meinem Verständnis, aus dem Zusammenhang mit anderen Lehrreden geschlossen, das kann nicht sein, dass das eine Folge von Karma ist, also dass man eine Wahl darüber hat, vom zweiten Pfeil getroffen zu werden. Aber das war so übersetzt, er wird von einem Pfeil getroffen und dann wird er vom anderen Pfeil getroffen. Und da war praktisch schon die Wahrheit des Übersetzers, hat sich in der Übersetzung niedergeschlagen. Denn ich habe dann anschließend nachgeschaut und festgestellt, es stand gar nicht so drin. Dieses kleine, unscheinbare Wort dann stand da gar nicht drin im Original. Es stand drin, er wird von einem Pfeil getroffen und er wird vom anderen Pfeil getroffen, gleichzeitig. Und dann schaut die Sache schon ganz anders aus. Aber wenn man etwas anderes durch Erdenken für sich zur Wahrheit gemacht hat, dann schlägt sich das auch wieder nieder in der Art und Weise, ohne jetzt die Unwahrheit gesagt zu haben. Aber dieses Aufrechterhalten der Wahrheit ist etwas, das man sich bemühen muss. Ich habe nachher noch ein anderes Zitat, wo es mich selber betroffen hat, wo ich auch selber genauso mich nicht ausreichend bemüht habe, um die Wahrheit aufrechtzuerhalten. Jetzt geht es aus der gleichen Lehrrede mit dem Aufrechterhalten der Wahrheit darum, wie dann die Wahrheit verwirklicht wird oder wie es ein Erwachen zur Wahrheit gibt. Da geht es mit dem Untersuchen eines Lehrers. Wenn man gemerkt hat, dass dieser Lehrer mit dem übereinstimmt, was er lehrt in seinem Verhalten, dann setzt man Vertrauen in ihn. Voll Vertrauen besucht man ihn, erweist ihm Respekt. Wenn man Respekt erwiesen hat, hört man genau zu. Wenn man genau zuhört, hört man Dhamma. Wenn man Dhamma gehört hat, merkt man es sich und untersucht die Bedeutung der Lehren, die man sich gemerkt hat. Und die Lehren untersucht, erlangt man ein reflektives Annehmen dieser Lehren. Wenn ein reflektives Annehmen dieser Lehren erlangt ist, tritt Eifer hervor. Wenn Eifer hervorgetreten ist, wendet man seinen Willen an. Wenn man Willen angewendet hat, prüft man genau. Wenn man genauer geprüft hat, bemüht man sich. Wenn man sich entschlossen bemüht, verwirklicht man die letztendliche Wahrheit und sieht man sie, indem man sie mit Weisheit durchdringt. Auf diese Weise gibt es eine Erwachung zur Wahrheit. Da haben wir diese zwei Ebenen, die ich vorher schon angesprochen habe bei dem Thema Ethik. Das ist die Wahrheit dessen, der sich auf das Sehen von Dhamma hinbewegt, und die Wahrheit dessen, der Dhamma gesehen hat. Das erste braucht noch eine Bestätigung. Das ist erschlossen als Glaube, als Buch, das ich gelesen habe, als Vortrag, den ich gehört habe. Und das andere entsteht durch Weisheit, und Weisheit wird definiert als Jnana Dasana, als Wissen und Sehen, Yathabhutam, gemäß dem, was geworden ist. Die Wahrheit ist immer allgemeiner als das, was sie erschließt. Das Gewordene, oder man könnte auch sagen, die Wirklichkeit. Also wenn ich sage, was ist wirklich wahr, da ist das eigentlich ein Unsinn. Das sind nicht zwei Dinge, die das Gleiche bedeuten. Wahrheit bedeutet etwas anderes als Wirklichkeit. Wirklichkeit ist der Apfel, der vom Stamm fällt. Die Wahrheit ist das Newton'sche Gesetz dazu, als Beispiel. Ist Meditation wahr? Es kommt drauf an. Ist es ein Sehen, Meditation, der ruhige Geist, wir sehen was, wir sehen den Himmel, der frei von Wolken ist, aber wir können trotzdem das noch in ein falsches System hineinpacken. Denn wie erschließen wir uns denn die Wirklichkeit? Durch unsere Wahrnehmung. Und dieses Erschließen findet in verschiedenen Modi statt.
Da gibt es eine Lehrrede, die ich jetzt nicht im Einzelnen ausbreiten. Das ist die erste in der mittleren Sammlung über die Wurzel aller Dinge, wo diese verschiedenen Wahrnehmungsmodi oder für Wahrnehmen beschrieben werden. Das geht in etwa so, der Weltling, der also sich in der Annäherung befindet, in diesem, in der provisorischen Wahl, der die Wahrheit noch nicht gesehen hat, der nimmt Dinge wahr. Erdelement, also die vier Elemente, das Gesehene, das Gehörte, Lebewesen, meditative Bereiche. Und wenn er sie wahrgenommen hat, stellt er sie sich vor. Er macht sich Vorstellungen. Das heißt, man kann das ganz wörtlich nehmen, da ist die deutsche Sprache wunderbar geeignet, um solche Dinge auszudrücken. Er stellt sie vor sich hin. Und dadurch, dass er sie vor sich hinstellt, ist er als Erlebender in Beziehung dazu. Durch das Vorstellen wird das Ding verfestigt. Als Welt. Als das, Heidegger hat gesagt, die Welt ist eine organisierte Struktur von Dingen, die alle mich bedeuten. Dieses sich vorstellen ist ein Vorgang der Aneignung. Das ist mein Erdelement, mein Tisch in der Vorstellung. Die Wahrnehmungsweise, ja, Wahrnehmung, was bedeutet überhaupt Wahrnehmen? In dem Pali Samjanati wird wörtlich übersetzt Zusammenwissen. Wahrnehmung ist das, was ein Ding zu einem Ding macht. Alles, was zu dem Tisch gehört, wissen, dass das zusammengehört, ja, aus der Vielfalt der Sinnesdaten. Wahrnehmung ist auch, macht ein Ding zu einem Ding, indem es abhebt von seinem Hintergrund. Alles, was nicht Tisch ist, muss drumherum sein, damit das für mich zum Tisch werden kann. Aber dieser Wahrnehmungsprozess ist eben auch das, was dem diese vermeintliche Festigkeit gibt. Ein anderes Beispiel, Schrift. Ich nehme diese Buchstaben ganz anders wahr als ein Kind. Ein Kind hat auch eine Wahrnehmung, das noch nicht lesen kann, aber das sieht nur Farbflecken. Es hat die Wahrnehmung Farbflecken. Wenn ich das auf meinen Scanner lege, dann habe ich ein Programm, das erkennt diese auch nur als Farbflecke, und dann gibt es ein Programm, das ist so ein OCR-Texterkennungsprogramm, das erkennt auch Buchstaben. Das hat eine andere Wahrnehmung sozusagen. Aber was ist jetzt die Wahrnehmung von einem, der damals schon gesehen hat? Sieht er dann keinen Tisch mehr? Also derjenige, der noch in der Übung ist, das Wort, ich habe das übersetzt mit unmittelbar erkennen, das ist ein bisschen mau. Also mir ist aber nichts Besseres eingefallen. Fällt mir auch jetzt noch nichts Besseres ein, aber wörtlich bedeutet es Abhijanati, ein drüberstehendes Wissen. Sanjat, also Wahrnehmen, Zusammenwissen, Zusammenhänge und Beziehungen wissen. Und Abhijanati, ein drüberstehendes Wissen. Worüber steht denn das? Das steht über diesem ganzen Wahrnehmungsvorgang. Das steht darüber, dass derjenige, der diese Stufe erreicht hat, den Tisch wahrnimmt, aber auch diesen ganzen Vorgang der Wahrnehmung von oben sozusagen, heißt es ja auch wörtlich, von oben betrachtet, der weiß, dass er sich Vorstellungen macht. Und so heißt es auch in der Lehrrede, er sollte sich keine Vorstellungen machen, er macht sich nur Vorstellungen. Er stellt sich immer noch als Person, als Erlebenden, als Selbst gegenüber den Dingen, die er wahrnimmt. Aber weil er das von außerhalb betrachtet, sozusagen von höherer Warte, weiß er, dass das verkehrt ist. Das ist sozusagen die Schizophrenie, der in der höheren Schulung sich befindet. Und der Arahant, der fertig ist mit der Übung, der hat auch dieses höhere Erkennen, sozusagen, er macht für sich selber wahr, wie er wahrnimmt. Aber er macht sich keine Vorstellungen mehr. Dann ist Ende der Vorstellung. Und von daher auch weil kein Selbst mehr da ist, das sich an irgendetwas spiegeln muss. Ende der Vorstellung. Ich lese gerade von einem singhalesischen Mönch, Vikonyananda, Bücher, der dieses Gleichnis von der Theatervorstellung ausführlich in einem Buch beschrieben hat, Der Zauber des Geistes, was ich euch sehr empfehlen kann. Derjenige, der die Vorstellung durchschaut, sieht genauso noch, was alle anderen sehen. Nur er ist nicht mehr befangen davon. Er sieht noch die Bühne, er sieht die Leute, die darauf agieren, aber er ist nicht mehr in die Handlung verwickelt. Und in dem Buch, was ich jetzt gerade lese, da hat er das dann auf eine Kinovorstellung angewendet. Also von höherer Warte sozusagen hinter der Bühne zu sehen. Also von daher ist das Wort Vorstellung auch die Doppeldeutigkeit des Wort Vorstellung in diesem Zusammenhang ganz passend. Es geht nicht darum, zu sehen, dass dieser Tisch gar kein Tisch ist.
das wird manchmal so falsch verstanden, ne? Dass irgendwie die Leerheit in diesem Tisch sehen bedeutet, da ist gar kein Tisch mehr. Wenn jemand an aller Hand ist, der benutzt, kann den Tisch noch genauso benutzen. Er sieht noch genau selben Tisch. Es gibt da im Zen so einen Spruch, den ich glaube, das bezieht sich wohl auch auf das, ne? Wenn jemand am Anfang der Übung steht, sind Berge Berge und Flüsse Flüsse. Wenn jemand in der Übung ist, sind Berge nicht mehr Berge und Flüsse nicht mehr Flüsse. Und wenn er fertig ist, sind Berge wieder Berge und Flüsse wieder Flüsse. Also dieses nicht mehr Berge sein und nicht mehr Flüsse sein bezieht sich darauf, dass der eben den Widerspruch sieht zwischen dem, dass er die Struktur seines Wahrnehmens schon erkannt hat, aber sich immer noch Vorstellungen macht. Also dieser Widerspruch. Und für den, der fertig ist mit der Übung, gibt es da keinen Konflikt mehr. Dann können die Berge wieder Berge sein und die Flüsse wieder Flüsse. Die Struktur des Erlebens erkennen. Eine Gesetzmäßigkeit erkennen. Es geht nicht darum, wie ich sagte, jetzt in dem Tisch irgendwas anderes zu sehen, sondern es geht darum, unser Verhältnis dazu zu ändern. Also aus dem mein Tisch, weil ich bin, wird dann ein Seka, ich bin, weil ich diesen Tisch zu meinem Tisch mache. Also der Besitz macht dann irgendwie diesen Besitzer, nicht umgekehrt. Das ist das Besondere an der bedingten Entstehung der Vorstellung, ich bin. Als Indonesien unabhängig wurde, da haben die in ihrer Verfassung die Frage, oder bevor, als die an ihrer Verfassung gearbeitet haben, die Frage behandelt, welche Religionen denn zugelassen sind in Indonesien. Und nachdem das ein vorwiegend muslimisches Land ist, haben wir gesagt, naja, alle, die an Gott glauben, alle Religionen, die an Gott glauben, werden zugelassen. Das ist relativ weitgehende Religionsfreiheit. Waren also Christen, Juden, Hindus, war alles gar kein Problem. Nur die Buddhisten waren ein bisschen in einem Dilemma. Was präsentieren wir denn jetzt als unseren Gott, damit wir auch zugelassen werden? Und die Antwort der Mahayana-Buddhisten war dann, dass sie den Adi-Buddha präsentiert haben. Das ist sozusagen ein Ur-Buddha, von dem alle Buddhas dann emanieren. Das haben wir natürlich im Theravada nicht. Obwohl, vor kurzem habe ich erfahren, dass es einen Lehrer gibt oder gab in Thailand, der von einem ersten Buddha spricht. Also, dass es einen ersten Buddha gegeben hat. Was natürlich also mit den Aussagen, dass so das nicht vereinbar ist. Die sprechen von anfangloser Zeit. Da kann es keinen ersten Buddha gegeben haben. Also gut, die Mahayana-Leute haben gesagt, der Adi-Buddha ist unser Gott. Und die Theravadins, die haben dann gesagt, Nibbana ist unser Gott. Und ich war auch schon auf Veranstaltungen von interreligiösen Organisationen und war da mal als Ersatzmann eingeladen. Das normalerweise macht das so eine tibetische Gruppe aus Nürnberg. Die decken diesen Sektor ab, diesen Dialog. Was eigentlich gar kein Dialog ist. Man verträgt sich, man spricht miteinander. Insofern ist es schon was eine positive Sache. Aber Dialog im Sinne eines Austausches fand da nicht statt. Also da haben wir praktisch alle gesagt, wir sind alle dasselbe. Und als ich dann dran war mit meinem Redebeitrag, habe ich gesagt, nee, wir sind nicht alle dasselbe. Also da habe ich mich sehr unbeliebt gemacht, bin auch nie wieder eingeladen worden. Weil da war ich noch kein Mönch damals. Inzwischen gehen wir auch nicht mehr irgendwo um das hin und geben Vorträge, nur noch Heimspiele. Also da hätte ich sagen können, Nibbana, das ist unser Gott. Aber eigentlich stimmt das gar nicht. Denn was ist denn ein Gott? Gott ist ein unbewegter Beweger der Dinge, ein ungeschaffener Schöpfer, etwas Absolutes, was mir gegenübersteht. Also ich stehe in dem Ding, diesem Gott gegenüber als ewiges Du. Dieses ewige Ich, als das ich mich empfinde, braucht jemand, der mich anschaut. Das ist Gott. Genau das ist die Funktion von Gott. Und diese Funktion hat Nibbana aber nicht. Nibbana, wenn man dann überhaupt von gegenüber reden kann, wahrscheinlich ist das völlig unangebracht, ist nicht das Gegenüber von einem ewigen Selbst, sondern es ist genau das Ende davon. Das ist das Ungeborene, Ungeschaffene, Ungemachte, Ungestaltete. Wir hatten letztes Jahr mal einen Vortrag über ob Buddhismus wissenschaftlich ist oder so. Und dann anschließend gab es die Diskussion, ob es eine absolute Wahrheit gibt. Und ich habe damals gesagt, Nibbana ist keine absolute Wahrheit. Und habe es begründet, ich habe gesagt, eine absolute Wahrheit müsste frei von Bedingungen sein. Und Nibbana ist natürlich auch frei von Bedingungen, aber die Definition war unvollständig. Also
Es müsste etwas Absolutes, müsste auch frei sein, davon eine Bedingung zu sein. Und ist jetzt Nirvana eine Bedingung für etwas? Es gibt Lehrreden, die darauf hinzuweisen scheinen, obwohl der Buddha das Wort Bedingung in dem Zusammenhang nicht verwendet. Er sagt, wenn es das Ungeborene, Ungeschaffene, Ungewordene, Ungemachte, Ungestaltete nicht gäbe, dann wäre ein Entkommen vom Geborenen, Gewordenen, Gemachten und Gestalteten nicht manifest. Also die Befreiung vom Gestalteten, die Befreiung von der leidhaften Existenz ist nur deswegen möglich, weil es das Ungewordene gibt. Also man könnte sagen, Nibbana ist in gewisser Weise eine Bedingung für Befreiung. Und umgekehrt, die umgekehrte Beziehung ist die Absicht, das Wofür. Wir finden keine Aussage, soviel ich weiß, in den Suttas, wo drin steht, Befreiung ist für Nibbana, aber wir finden in der Vata Vinita Sutta die Aussage, dass die Läuterung von Wissen und Schauung den Zweck hat, Nibbana. Wobei das vielleicht noch vor Befreiung kommt, also da will ich jetzt nicht so festlegen. Oder dann noch eine andere Lehrrede, wo dieser Zusammenhang hergestellt wird. Also dass Nirvana nicht irgendwo eine Blase ist, die so wie Gott oder eine absolute Wahrheit oder was wir ja immer gerne auch vollmundig in buddhistischen Zirkeln proklamieren. So eine Befreiung, die auf der Wahrheit gegründet ist, ist unerschütterlich. Denn jenes ist unecht, was eine trügerische Natur hat. Und jenes ist wahr, was eine untrügerische Natur hat, Nibbana. Daher, ein Bhikkhu, der diese Wahrheit besitzt, besitzt die höchste Grundlage der Wahrheit. Denn dies ist die höchste edle Wahrheit, nämlich Nibbana, das eine untrügerische Natur hat. Also hier haben wir erstmal Befreiung, die auf Wahrheit gegründet ist. Oder wie in der anderen Lehre hieß, wenn es Nibbana nicht gäbe, gäbe es keine Befreiung. Und er sagt, Nibbana ist die höchste edle Wahrheit. Aber er sagt nicht, es ist eine absolute Wahrheit. Das Wort absolute Wahrheit taucht tatsächlich in buddhistischen Schriften auf, aber das ist späteren Datums, das finden wir in den Suttas nicht. Das ist kommentarielles Machwerk. Da hat es ziemlich viel Begriffsverwirrung gegeben. Also einmal, dass gestaltete und ungestaltete Wahrheiten Dinge geben soll. Das Wort Ding, auch wieder sehr schön in der deutschen Sprache, bedeutet, dass es bedingt ist, dass es von Bedingungen abhängig ist. Also es gibt keine unbedingten Dinge. Und wir finden auch keine Lehrrede, in der Nibbana als ein Ding bezeichnet wird. Es gibt eine Lehrrede, die wird als ein Unding, ein Nicht-Ding bezeichnet, ein Nicht-Leidensding oder so ähnlich. Es gibt natürlich die kommentariellen Schriften, in denen gesagt wird, Nibbana ist eins von den neuen überweltlichen Dingen. Aber das hat der Buddha selber nicht gesagt. Warum ist das überhaupt wichtig? Das sind ganz aktuelle Missinterpretationen. Es gibt da eine Gruppierung, die nennt sich Dhammakaya, haben inzwischen in Thailand eine Riesenorganisation mit sehr viel Geld. Ich glaube, die größte Dhammahalle der Welt gebaut haben, wo 30.000 Leute reinpassen oder irgendwie sowas in der Nähe von Bangkok. Eine Riesenstupa, die man vom Flugzeug aus sehen kann. Und ich glaube, schon zwei Zweigstellen in Deutschland. Und die vertreten die Meinung, dass Nibbana das Selbst ist. Wenn es so wäre, dann wäre es korrekt zu sagen, Nibbana ist unser Gott. Denn Gott und Selbst ist im Prinzip dasselbe. Aussage von Meister Eckhart übrigens. Zu der Zeit hat es einen Gelehrten gegeben, Prabhupada, eigentlich ein sehr guter Mann, der zur Rettung der Tradition angetreten ist, die Kavallerie, die gesagt hat, nein, Nibbana ist nicht das Selbst, ist nicht selbst. Alle Dinge sind nicht selbst. Aber damit hat er sich keinen Gefallen getan. Denn wenn Dinge nicht selbst sind, weil sie von Bedingungen abhängig sind, und Nibbana ist nicht von Bedingungen abhängig, dann muss Nibbana selbst sein. Können wir da knallhart draus folgern. Oder alle Dinge sind vergänglich und Nibbana ist unvergänglich. Dann muss also Nibbana das Selbst sein. Es ist nicht einfach, das zu widerlegen. Es ist ihm auch nicht gelungen, das richtig zu widerlegen. Die einzige Widerlegung, die man machen kann, ist zu sagen, Nibbana ist weder selbst noch nicht selbst. Was dem zugrunde liegt, ist eine Verwirrung, ein Nichtverstehen von dem, was das Wort Sankhara oder Bedingung überhaupt bedeutet.
alle Bedingungen sind vergänglich, daher sind alle Dinge, die ich hernehme, für ein Selbst, mich für ein Selbst zu halten, in Wirklichkeit nicht selbst. Das heißt, zu sagen, nicht selbst ist die Übung. Ich muss nicht selbst sagen, weil ich mich noch selber als ein Selbst empfinde und muss dann aber sagen, okay, dieses Empfinden als ein Selbst hängt von Bedingungen ab, also kann es kein Selbst sein. Denn ein Selbst ist ja unabhängig, ist ja nicht von Bedingungen abhängig. Aber für den Arahant stellt sich diese Frage nicht mehr. Und komischerweise, Lumpur Tongdeng, der hat mich irgendwann mal zu sich gerufen und hat gesagt, hier schon mal, Lumpur Mahabua hat schon 1957 einen Vortrag gehalten, oder 67 soll, wo er gesagt hat, Nibbana ist weder selbst noch nicht selbst. Jahre bevor diese Frage überhaupt aufgetaucht ist, hat er das bereits in einem Vortrag gesagt und hat dann gesagt, Nibbana ist ungefähr so wie ein Dachboden, auf dem man klettert. Die Leiter ist noch von Bedingungen abhängig, das ist der edle achtfache Pfad. Und dann kommt der Schritt von der Leiter auf den Dachboden und die Leiter kann man dann wegstoßen. Das ist der Moment der Befreiung und dann bin ich auf dem Dachboden. Das ist nicht mehr von Bedingungen abhängig. Mir ist mal ein anderes Gleichnis gekommen von einer Rakete, die in eine Umlaufbahn, also etwas moderner, die in eine Umlaufbahn geht. Der Eintritt in die Umlaufbahn, die ist abhängig von der Rakete. Aber wenn der Satellit sich in der Umlaufbahn befindet, ist die Umlaufbahn die Bedingung für die Umlaufbahn. Es gibt eine Lehrrede im 44, wo die Nonne Damadina, die befreite Nonne, eine Reihe von Gegenstücken aufzählt. Es fängt an mit schmerzhaftem Gefühl und angenehmem Gefühl. Und da habe ich gedacht, naja, Gegenstück, das bedeutet Gegenteil. Aber dann kam, am Ende der Reihe kam wahres Wissen, Befreiung und Nibbana. Also Befreiung ist das Gegenstück von wahrem Wissen, Nibbana ist das Gegenstück von Befreiung. Und dann fragt ihr Schüler und Ex-Ehemann, ja, und was ist das Gegenstück von Nibbana? Sagt, da gibt's keins. Und dann kam mir irgendwann die Einsicht, Gegenstück bedeutet nicht Gegenteil, sondern Ergänzung. Nämlich das Allgemeinere und das Speziellere. Das Spezielle ist die Wirklichkeit und das Allgemeine ist die Wahrheit. Die Befreiung ist die Wahrheit, die das wahre Wissen entdeckt. Nibbana ist die Wahrheit, die Befreiung entdeckt, sozusagen. Aber es gibt nichts mehr Höheres, Buddha hat gesagt, Nibbana ist die höchste Wahrheit. Kann es auch nicht mehr geben, was noch drüber steht, was dann Nibbana entdeckt. Tja. Also es geht nicht um den Inhalt dessen, was wir für wahr halten, sondern es geht um die Erschließung dessen. Das ist das, was Wahrheit ausmacht. Und jetzt komme ich zu dem Satz, den ich auch vor kurzem erst gelesen habe, wieder, womit man sich auch immer vorstellt, es ist anders als das. Ich hatte den vorher übersetzt, womit man sich auch immer oder vorstellt, womit man sich auch immer Vorstellungen macht, es ist immer anders als das. Aber dieses zweite immer stand auch nicht drin, das habe ich dazu. Weil es auch irgendwie schon meine Wahrheit erdacht war, also die Dinge, mit denen man sich Vorstellungen macht, die Lampe, der Tisch, das Buch, ist es in Wirklichkeit anders. Es ist in Wirklichkeit keine Lampe, kein Tisch, kein Buch. Aber was tatsächlich dort stand, womit man sich auch immer Vorstellungen macht, es ist anders als das. Nicht immer anders, und das bezieht sich nicht auf die Dinge, sondern es bezieht sich auf dieses Vorstellungen machen. Ich mache mir Vorstellungen, meine Lampe, mein Tisch, mein Buch. Aber es ist in Wirklichkeit, es ist anders. In Wirklichkeit ist da kein Besitzer. Darauf bezog sich das. Okay, also jetzt mal nach diesem etwas schwierigen Thema der absoluten Wahrheit zu den vier edlen Wahrheiten. Auch hier finden wir wiederum, dass der Modus des Erschließens das Ausschlaggebende ist. Dass Wahrheiten keine Dinge oder Fakten sind, sondern ein Modus, mit dem man sich der Wirklichkeit nähert. Denn in einigen Lehrreden finden wir, das ist sogar dieser Modus beschrieben, was wir mit diesen vier Wahrheiten machen müssen, damit sie zur Wahrheit werden. Die erste Wahrheit von Leiden, Dukkha, ist zu durchschauen. Die zweite Wahrheit, Begehren, die Ursache von Leiden, ist zu überwinden. Die dritte Wahrheit, das Aufhören von Leiden, ist zu verwirklichen. Und die vierte Wahrheit, der edle achtfache Pfad, ist zu entfalten. Also das sind Dinge, die wir tun müssen, damit es zur Wahrheit wird. Das sind nicht irgendwelche Dinge, die für sich bestehen, irgendwelche Fakten, an die man glaubt oder nicht glaubt, sondern es sind Dinge, die wir tun müssen. Das heißt, jeder, der diese vier Dinge tut, macht was mit den edlen, macht was mit diesen Wahrheiten. Und wie ich eingangs sagte,
der Modus des Erschließens oder das Erschließen findet immer im Modus des Erschließenden statt. Und was ist bei den edlen Wahrheiten der Modus? Das Edle. Das heißt, wer diese Wahrheiten hat, ist ein Edler, beziehungsweise um diese Wahrheiten zu bekommen, muss man ein Edler werden. Das heißt, da mal gesehen haben. Ja, vielleicht sage ich jetzt noch was zur Vermittlung von Wahrheit. Wenn es darum geht, diesen Erschließungsmodus zu haben, dann kann ich natürlich sehr schlecht die Wirklichkeit beschreiben, die diese Wahrheit erschließt, sondern ich muss versuchen, wenn ich das vermitteln will, irgendwie den anderen Menschen dazu bringen, eine ähnliche Sicht einnehmen zu können. Der Buddha hat es perfekt gekonnt, so scheint mir es jedenfalls immer. Und wenn es bei uns nicht so funktioniert, dann liegt das vielleicht eher an uns, dass da das Defizit ist. Aber es gibt ja auch andere Verwirklichte heute noch. Und da stellen wir schon fest, das sind unterschiedliche Terminologien im Spiel. Das ist eine Schwierigkeit. Wenn wir es gewohnt sind, dem Buddha zuzuhören, wie der das formuliert, dann haben wir vielleicht ein Problem, wenn wir thailändischen Meistern zuhören, die ganz andere Worte verwenden. Der Ursprungsgeist. So in der Formulierung, wenn wir das in den Sutras eher kaum finden. Meister Eckhart sprach vom Fünkelein. Fünkelein sagen die Gruppe Ajahns nicht und der Buddha hat das, glaube ich, auch nicht gesagt. Oder wenn Ajahn Chattamlo und ich das Wort Rupa verwenden, verwenden wir das auf unterschiedliche Weise. Also Ajahn Chattamlo verwendet es meistens im Sinne von Körper. Ich verwende es eigentlich so gut wie nie im Sinne von Körper. Aber es gibt auch Probleme mit der Sprache selbst. Pali und Deutsch sind jetzt relativ eng miteinander verwandt. Thailändisch ist eine ganz andere Sprache. Englisch ist eine Sprache, in der sich das eine andere Wahrheit eigentlich schon ausdrückt. Zum Beispiel das Wort Wirklichkeit heißt auf Englisch Reality. Reality kommt von Lateinisch Res, das ist sozusagen die Sphäre der Dinge. Wirklichkeit ist die Sphäre der Wirkungen. Das ist die Sphäre, in der Dinge miteinander in Beziehung stehen. Das sind völlig andere Vorstellungen, die hinter der gleichen Idee stecken. Reality oder Wirklichkeit ist das, was von Wahrheit entdeckt werden kann. Also es ist auch kein Zufall, dass jetzt Heidegger Deutscher war und Russell war Engländer. Also das sind entgegengesetzte philosophische Strömungen. Oder warum man Heidegger auf Englisch zwar sehr viel leichter lesen kann, aber dass da irgendwie 80% von dem, was er gemeint hat, verloren geht in der Übersetzung. Die Vermittlung von Wahrheit oder jemanden zur Wahrheit zu bringen, ist natürlich auch abhängig von dem jeweiligen Entwicklungsstand. Als ich in Bodhongdeng hier war, da kam eine Frage auf, wie soll ich mit Schmerzen in der Meditation umgehen? Und er hat die Frage aus seiner Warte beantwortet. Er hat gesagt, naja, so nach 4, 5, 6 Stunden kommt irgendwann der Punkt, wo die Dukkha-Vedana dann abebben. Entweder ebben sie ab oder sie brechen ab. Und das ist etwas, was man für die Einsicht verwenden kann. Aber die Frage war eigentlich gemein, ja, wenn es anfängt weh zu tun, soll ich mich dann bewegen oder soll ich noch ein bisschen sitzen bleiben? Sondern nach 50 Minuten oder so. Das ist der gleiche Inhalt in Worte gefasst, aber zwei verschiedene Erschließungsebenen sozusagen, die da aufeinander geprallt sind. Es gibt auch den umgekehrten Fall. Letztes Jahr war Gutan Don hier. Da wurde ihm die Frage gestellt, wie das ist mit Gut und Böse überwinden. Also den Gegensatz, den Dualismus von Gut und Böse zu überwinden. Und also es hat auch da ein bisschen gedauert, die Frage überhaupt zu vermitteln. Dass also diese Frage konzeptuell einen höheren Entwicklungsstand vorweggenommen hat, ne? Der Buddha hat ja gesagt, Gleichnis vom Floß, dass man auch an heilsamen Zuständen nicht festhalten soll, von unheilsamen ganz zu schweigen oder so ähnlich. Aber dass da praktisch ein Erschließen als etwas Gelesenes ihm präsentiert wurde, auf einer Ebene, wo er tatsächlich mit der alltäglichen Arbeit im ethischen Bereich gerade am Sprechen war. Also die unterschiedlichen Level des Erschließens, die unterschiedlichen Level des sich zur Wahrheit machen, zu berücksichtigen. Das sind die verschiedenen Schwierigkeiten, die dabei auftauchen können. Und das, was dabei helfen kann, die Wahrheit zu vermitteln, das hat der Buddha die Patisambhida Jnanas genannt, die analytischen Wissen, werden die übersetzt normalerweise.
Ich habe jetzt die gängigen Übersetzungen nicht mitgebracht, sondern mehr so Worte, die erklären, was diese vier Wissen bedeuten. Einmal Dinge erkennen, das ist die eigene Verwirklichung. Zweitens Zusammenhänge erkennen, das heißt, dass ich, was weiß ich, in einem buddhistischen Vortrag Zitate von Heidegger und aus einer christlichen Zeitschrift zusammenbringen kann. Sehe das ein Thema oder so in der Art. Das dritte ist mit der Sprache so umgehen zu können, dass man sich ausdrücken kann, das, was man meint, den anderen dahin zu bringen. Und das vierte ist, die Zuhörer abzuholen, da wo sie sind. Also zu erkennen, wo die sich eben gerade befinden und sie da abholen zu können. Das sind diese vier Kardinale Sambidanyanas. Aber die Erkenntnis, dass jeder seine eigene Wahrheit hat, nicht dem zugrunde, also das ist sozusagen die Grundlage für diese vier analytischen Wissen. Die Präsentation dann jeweils, die kann ganz unterschiedlich sein. Wir haben ja normalerweise die vier edlen Wahrheiten als Beispiel, Leiden und die Ursache. Aufhören von Leiden und der Weg dahin. Und es gibt also einige Kuba-Ajans, die das in einer anderen Reihenfolge, man könnte auch sagen, die Ursache von Leiden und dann das Ergebnis Leiden. Und der Weg zum Aufhören vom Leiden und das als Ergebnis des Aufhören vom Leiden. So könnte man es ja auch verstehen. Und tatsächlich ist das etwas, wie es, was die thailändischen Meister, einige von denen tatsächlich in dieser Reihenfolge präsentieren. So, jetzt kommen wir etwas zum erbaulichen Teil von Lumpur Dun. Wenn sich der Geist nach außen streckt, wird Leid erweckt. Als Frucht aus diesem Außenlauf tritt Leiden auf. Der Geist sich selber zugewandt, wird Pfad genannt. Die Frucht, wenn Geist den Geist erkennt, ist Leidensend. Wenn sich der Geist nach außen streckt, das ist eben genau das Dinge vor sich hinstellen. Das, was zum Leiden führt. Was eigentlich zur Ich-Identifikation führt. Aber das ist ja die Grundlage, die Quelle allen Leidens. Ich habe allerdings auch in einer Lehrrede auch eine andere Reihenfolge mal gefunden, und zwar in 149, da ging es los. Was ist zu entfalten? Der achtfache Pfad, vierte. Was ist zu durchschauen? Die fünf Khandas. Dukkha ist ja auch in der Definition die erste, also vier, eins. Was ist zu überwinden? Begehren, zweite. Was ist zu entfalten? Ruhe und Einsicht, der Pfad, die vierte. Und dann kommt wieder die dritte. Was ist zu verwirklichen? Wahres Wissen und Befreiung. Bei den thailändischen Meistern, mit denen ich zu tun hatte, da ist oft dieses dritte analytische Wissen nicht sehr ausgeprägt, das richtig sprachlich auszudrücken. Das sind oft Leute, Ajahn Tongling, der war 4 Jahre in der Schule. Aber was bei denen sehr ausgeprägt ist, das ist diese vierte Eigenschaft, den Zuhörer da abzuholen. Auch wenn es solche Missverständnisse geben kann, arbeite ich mit Dukkha Vedana und der sagt, ja, nach 5-6 Stunden, dann schaust du dir an, wie das aufhört. Das liegt aber daran, dass die nicht nur zuhören und sehen, wie ist der drauf, sondern halt die Fähigkeit der Herzenskunde auch haben, an den Menschen ins Herz schauen können. Und bei Tongdeng, als ich bei dem als Mönch war, immer wenn er auf Reisen war, war ich schlechter drauf, als wenn er da war. Diejenigen, die ihn erlebt haben, können sich das gut vorstellen, warum das so ist oder dass das so sein kann. Und eines Tages hatte ich eben tagelang mit irgendwelchen Aversionen zu tun, die ich immer selbstgerechten Rechtfertigungen aufgekocht habe. Also ich war so richtig durchtränkt von Abneigung und schlechter Laune. Und dann aber auf dem Weg zur Almosenrunde, als ich ihn dann gesehen habe, nach mehrtägiger Abwesenheit, habe ich mich halt zurückgenommen, also keine Emotionen gezeigt, habe auch mal Hallo gesagt sozusagen. Und er hat halt gemerkt, was mit mir los ist und hat mich dann gefragt, na, letzte Nacht hatte ich da einen Geist am Bein gezogen? Das hatte mit meiner schlechten Laune überhaupt nichts zu tun, rein von der Satzaussage her. Aber es war genau ein Erschließen meines Zustands. Es war sozusagen die Wahrheit. Weil ich musste dann schrecklich lachen. Weil in dem Moment, wenn man in diesem Zirkel aus Abneigung gefangen ist, dann hat man diese Wahrheit, dieses Erschließen von höherer Warte nicht. Das ist dann die Wirklichkeit.
Und das Erschließen ist auf der gleichen Ebene, es dreht sich immer im Kreis. Und da sagt einer zu mir, hatte ich heute Nacht einen Geist am Bein gezogen. Und das war plötzlich diese höhere Warte. Und natürlich hat kein Geist bei mir am Bein gezogen, sondern mein innerer Zustand war einfach selbstgestreckt. Aber es war diese Wahrheit, dieses Erschließen von einem höheren Standpunkt, war notwendig, um mich da rauszubringen. Klar, wäre ich vielleicht früher oder später auch irgendwie so hochgehangelt oder was. Aber das war genau dieses vierte analytische Wissen. Den Zuhörer, also in dem Fall mich, genau da abzuholen und genau da hinzudeuten. Ohne Meisterschaft der Sprache. Er hat gefragt, hatte ich letzte Nacht einen Geist am Bein gezogen. Also da war keine besondere Redekunst dazu notwendig. Aber die anderen drei analytischen Wissen waren eben so hoch entwickelt, dass das dann mir wirklich die Augen geöffnet hat, in diesem Fall. Okay, jetzt lese ich zum Schluss noch zur Inspiration ein paar Vermittlungen von Wahrheit vor, nämlich wenn verwirklichte Meister über ihren Durchbruch sprechen. Das ist jetzt nicht vielleicht unbedingt ein Versuch, anderen das klar zu machen, dass die das sofort nachmachen können. Aber ich denke, es ist einfach ein Ausdruck ihrer Freude oder ihrer Verwirklichung eben. Nun, Bukau. Der Himmel stürzt, die Erde, Welten beben. Die Daseinsrunde aus dem Herzen schwindet. Der Rest und jeder Teil des Herzens findet nur Freiheit, seine eigene Art zu leben. Die Herzkonflikte, die das Innen spalten, die mehr als in der Welt auch schwerer wiegen. Sie kommen in mir völlig zum Erliegen. Die Herzenswahrheit hat Gericht gehalten. So der Schritt von der Leiter auf den Dachboden. Durch der Buddha-Lehre Glanz ist das, was übrig bleibt, jenseits Ermessensgut und jederzeit zur Hand. Nichts schuldig dem, der weiß, nicht Unwissen. Nichts schuldig dem, der glaubt, nicht Unglauben. Jenseits der Welt, immer da, immer fort, immer zu, immer. Genau dann, zutiefst in Leidenschaft, zu entrinnen der Runde Leiden, werden wir alle also wahr wissen, üben, entrinnen. Im Herzen des Jetzt, in der Wahrheit des Jetzt, weil nichts mehr übrig bleibt für immer. So, jetzt dann zwei, die sich wahrscheinlich mehr auf die Wahrheit, auf das Erschließen, auf den Zustand nach der Befreiung beziehen. Alles aufgelöst, harmonisch kühle Stille voller Freude, Herz verwandelt, leere, freie, weite Sphäre innen, Quell, aus dem nur Ströme reinsten Wahrheitsnektars rinnen, Herzenskönigreiche schmeckend, dunkles fern dem Herzgebäude. Ich sitz einfach nur so da in Wohlergehen gehüllt, ob ich lebe oder sterbe, völlig einerlei. Weile ich, von reinstem Glück vollkommen angefüllt, hier ist einer echt von Leiden und Gefahren frei, frei von Fesseln jeder Art und ihrer Tyrannei. Und zum Schluss Lumpu Man. Das Herz ist zu Dammer geworden, geläutert und leer, alles hat aufgehört. Darin finden Menschen und Götter nichts tadelnswert mehr, nichts mehr da, was noch stört. Tja, da kann ich auch nichts mehr hinzufügen.